Kokain machen. Ja, oder Ja, Kokain Heroin. kriegst du ja kaum rein in Hamburg, oder? Krieg ja in Ja, den warte, Hammer. da brauchen wir aber ein anderes Auto. Da brauchen wir Ja. ein ganz anderes Auto. Eine kleine Kokainjagd wäre schon ganz nice. Ja. Ja, das können wir machen. Ich hab auch schon so eine Idee vor Augen. Okay. Fallen wir nachher einfach durch drei? Das könnte man schon bringen, wobei ich halt echt sagen muss, ich bin halt echt jemand, der nicht gerne schießt, ne? Ja, ich bin auch jemand, der lieber eher verhandelt, Also, als erst zu schießen. dann komme ich. Wasser auf dem Ja, Boden. dann. Ich kann aber wahnsinnig gefährlich aussehen. Hab ich gemerkt gestern, ja. Ey, aus dem Weg, Ja, ja, ich muss geradeaus berghoch fahren. Ist so toll, jetzt geh ich aufs Maul, ey, haben Waffen dabei. ja. Nee, das ist halt das Problem, wenn du so drei LKWs angekoppelt hast, ne, und du dann erst auf den Stillstand Ja, kommst. da steckst du fest. Ich will es nicht wirklich. Ah, jetzt bremst du wieder zu arg. Ich will es nicht wirklich testen, wie das denn ist, wenn du wirklich richtig anhältst, weil das dauert dann, bis du da sowieso schon wieder anfährst. Das dauert ewig, ne? Bevor du bei der Garage rausgehst, lass mich mal bitte davor raus und schmeißt mir das Spiel wieder zusammen. Machen wir. Keine Ahnung, was da los ist. Lasse ich dich mal hier auf der großen Freifläche raus. Obwohl eigentlich bräuchte ich gleich noch jemanden zum Fahren. Ja, ich muss mal eben gucken, wie wir das am besten so machen. Ich stell mal ja mal aus. Zu überlegen, dass Ja. der Tobias da Hey, auch online bleib mal ist, noch ne? drin, bleib mal noch drinnen, bleib mal noch drinnen, ne? So, dann steig hier mal aus. Hier finden wir dich wieder. Ich stelle mich darauf zur Straße. Ja, okay. Das habe ich auch noch nie mitgekriegt, dass da irgendwas abstürzt, wenn einer zur Garage geht. Das ist ja richtig Ja, mies. gestern zweimal mein LKW Hallo? hingestellt und dann ist er rausgeflogen, als ich ihn einsteigen lassen wollte. Was ist los? Fühle mich so allein. Zähl die Schneeflocken oder so. Rolf, komm mal eben raus da. Sonst lagere ich dich gleich mit ein. Ein Flöckchen. Zwei Flöckchen. Oh, da steht ein Auto. Nach Grovier, Genosse. Irgendwas ist Drei kaputt bei Flöckchen. mir. Ich laufe die ganze Zeit irgendwie langsam. Fahr den mal zu dem Kollegen. Warte mal, ich geh mal eben Schlüssel. Fahr den schon mal eben zum Kollegen hin und komm dann wieder hergelaufen. Gott, das sieht man ja gar nichts. Bin ich denn? Wo war denn dieses Feld, wo du den rausgeschmissen hast? Ich kenne mich hier kein bisschen aus. Du musst hier links fahren, also zurück, einfach umdrehen. Ach ja. Ja. Hier um den Maulwurf hier. Markus, bist du noch da? Ja. Yeah. So, ich komme dann nochmal zu dir zurück, ne? Hast du gesagt. Ja, sehr schön. Warte, ich gebe dir mal kurz einen Schlüssel wegen Abschließen und so. Soll ich jetzt etwa hier fahren oder was? Ja, bleib erstmal hier stehen, keine Ahnung. Ich soll nochmal zurück. Ich glaube, wir holen noch Welchen einen LKW. Schlüssel? Ja, Schlüssel habe ich ja schon gegeben. Jetzt ist auch noch Nacht. Macht alles noch schwieriger. Ja, als Info für die Zuschauer, ich nehme gerade mit XSplit auf.
Mal gucken, wie die Qualität ist. Ansonsten, wenn die Qualität zu schlecht ist oder schwankt, dann versuche ich mal mit OBS die nächste Session aufzunehmen. Ein Ifrit? Gibt's denn hier? Hast du eine leichte Neigung, ne? Ja, irgendwie. Ich laufe auch langsam, aber ich habe... Ich überlege gerade, ob der nicht vielleicht auch ein bisschen zu heftig ist. Ob ich nicht vielleicht den kleinen Offroader nehme. Ja. Ich glaube, ich nehme den kleinen Offroader. Der ist einfach zu kräftig. Mit so einem Ifrit kommst du halt überall durch, ne? Ich glaube, du musst mir noch einen Schlüssel für einen LKW geben. Was ist denn da los? Warum laufe ich denn so bescheuert? Irgendwas ist da kaputt bei mir am Körper. Essen, trinken ist aufgefüllt. Gibst du mir noch einen Schlüssel für einen LKW? Ja, klar. Der hier. Ja. Folgen Sie mir bitte unauffällig. Alles. Gespannt, ob wir unseren Tobias treffen. Polizist uns da auflauert bei unseren Geschäften hier. Was willst du jetzt machen? Umdrehen oder was? Richtig. Das nicht mal vorbei. Ja. Ich fühle das bei XSplit ganz schön die Frames und bei dem raus. Ich bei OBS irgendwie weniger Probleme. Liegt das jetzt einfach mal in der Stadt? Komisch. Boah, die geht mir jetzt schon oben. Meinst du, der will uns alleine kontrollieren? Ich hab keine Munition dabei für meine Waffen, das ist das. Das ist kacke. Ich muss den Polizist umboxen. Ach ja. Das ist ein kleiner Konvoi. Genau. Kokain? Das ja in meinem Stream letztens schon gesagt, die Straßen hier auf dem Land sind wie Bacon, den du ausgerollt hast. Weißt du, so ein bisschen anbraten und ausrollen. Oder diese Wellen. Ja, so ist es. Gut formuliert. Schon wieder. Ach ja. Ich bin mal gespannt, ob wir besser durch die Berge und Landstraßen kommen als mal großen.
mir am Straßenrand, sei alles schnell vor. Was? Die Typen am Straßenrand sind alle schon erfroren. Ja. Ja, ich denke auch. Weil wir mal die ganze Zeit da stehen mit Sandalen und Bermuda-Shorts. Im tiefsten Winter. Das ist hier die Höchststraße. Ja, manchmal könnte man meinen, wir wären in Russland, anstatt in den USA. Wenn du scheiße baust, ne, dann bist du ein Delivery Point hier, ne? Ja. Schikane! Nein, ich hab eine Ziege überfahren. Weißt du, was du machen musst? Abkratzen vom Kühlergrill und dann, ne, braten. Ist ja nicht mein LKW. Ach ja. Ein bisschen Ziegenfleisch von unterwegs. Obwohl, nee. Kein Typ, der Lammziege oder sowas isst. Oder Kalb. Hey, was macht ihr da? Was denn? Ich fahr. Action und so, ne? Ach so, ja, dann eine Ziege überfahren. Ich dachte, soll sie abkratzen und dann kann man die auch direkt zubereiten. Das ist ja was zu futtern von unterwegs. Obwohl ich eher weniger der Ziegentyp bin. Mehr so Hähnchen, ne? Das ist dann hier dieser taktische Schinken oder wie? Ja, Tactical Bacon, genau. Tactical Ziege. Dauert immer so lange, bis er losfährt, ne? Ja, ist halt ein LKW, ne? Dauert das ein bisschen. Aber besser so als mit dem anderen Ding, der schnell losfährt und dann bleibst du überall hängen an jeder scheiß Kurve und Welle. Ja, darf man dich überall rauf. Hey, der könnte auch leicht hängen bleiben, wenn ich das so anschaue hier. Flach auf dem Boden. Schaut halt echt geil aus, über solche tropischen Bäume und dann Schnee. Das ist der Klimawandel, weißt du doch. Die Welt spielt verrückt. Rettet die Wahl. Findet Nemo. Findet Nemo vor. Entschuldigung, findet Dory. Wo fahren wir denn hin? Der Kokain ist das. Steigung hier. Wieder auf der Bacon. Acht mal auf die Bodenwellen, wir sind hier wieder auf der Bacon Road. Das ist aber tatsächlich der schnellste LKW, was Steigungen angeht, ne? Echt? Ich hab jetzt gedacht, der DAF ist schneller. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Der geht richtig ab bergauf, aber hängt halt dauernd. Ja, stimmt auch wieder. Gleich einfach mal ein bisschen das Licht ausschalten, ne? Sonst sieht man uns vielleicht noch. Nachtschichtgerät. Markus, hast du auch ein Nachtschichtgerät dabei? Markus? Markus ist tot. Wahrscheinlich den Berg hinten runtergefallen. Ah, also doch Kokain.
Jetzt hat er runtergefahren. Wo ist er denn hingefahren? Wo ist er denn hin? Oh nein! Oh ja. Nein! Ich hab mich schon gewundert, warum er keine Antwort gibt. Oh nein! Was hat er denn schon wieder? Das sag ich doch. Dem seine Verbindung spinnt. Keine Ahnung, was da los ist. Aldi-PC. Sonst fang doch mal an und ich guck mal nach dem LKW. Okay. Jetzt haben wir einen Disconnect, ey, wenn uns da die Polizei erwischt. Scheiße. Jetzt auch die Lizenzen weg, der Kohle. Kokain-Lizenz, war teuer. Am besten stelle ich den LKW ein bisschen näher hin. Damit der auch weg von der Straße ist, vom Blickfeld. Hallo? Achso, Mine habe ich gedrückt. So. So, dann schaufeln wir mal schön Kokain hier. Ich habe bei XSplit den Timer angeschaltet. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob man den Ingame in der Aufnahme sehen kann. Naja, sehe ich dann später. Ach ja, für die Leute, die die Folge sehen und die Aufnahme, ich habe ja einen neuen Twitch-Kanal erstellt, weil ich ja auch meinen Namen von Flash umgeändert habe auf Crumpy. Da habe ich auch einen neuen Twitch-Kanal erstellt und da bin ich jetzt auch öfter wieder aktiv. Und da könnt ihr mir ja folgen, wenn ihr möchtet. Dann seht ihr auch immer, wenn ich dann online bin. Alter, scheiße! Beim Abschnitten kam irgendwie der LKW mega weit hochgeflogen. Das ist schlecht. Disconnect ist immer scheiße in Fahrzeugen. Jeder, der Arma und Altes gespielt hat, weiß, wie kacke das ist. Was? Der Andreas Krammel wurde getasert. Ja, was ich noch sagen wollte wegen Twitch. Ja, da bin ich öfter unterwegs und streame da verschiedene Spiele. Und auch hier Lakeside streame ich da öfter. Außerhalb von Aufnahmen. Ah, bin schon wieder voll. Ja, ist ja gut. Ja, ist doch gut jetzt. So. Packen wir den Kram erstmal hier rein. Ups, ja, 417, alles klar. So. Platz hat er überhaupt 850. Krass. Das gibt Kohle. Hast du noch ein Pferd dabei? Ich verstehe dich kaum, was? Hast du noch ein Repair Kit dabei? Repair Kit, ich habe zwei sogar in der Tasche. Oh, warte. Zwei habe ich noch im Rucksack. Nein! Restart in 30 Minuten! Restart in 30 Minuten! Ja, dann lass uns einen LKW machen, sonst lohnt das nicht mehr. Das ist zu eng. Scheiße, ey. Wie viel Uhr ist denn? Ach, stimmt, ja. 6 Uhr ist ja wieder Restart. Roberto Escobar. Ist das auch ein Polizist oder was? Ja, gut, wenn das kein Polizist ist. Jetzt mal in Ruhe fahren hier. Und vor allem habe ich keine Lust, meine Kokain-Lizenz zu verlieren. Ja, noch ein paar Infos zum Server, wenn ich gerade so hier am Farmen bin. Und zwar ist eine New York-Map in Arbeit, also jetzt die Lakeside-Map. Und da soll es dann auch so Sachen wie Smartphone geben, wo man auch miteinander telefonieren kann oder so Sachen. Es gibt auf der Map hier ein Internetcafé, Casino, lauter so kleine Geschichten. Ne? Eine Fallschirmschule, habe ich sogar gesehen, irgendwo auf der Map. Ein Gefängnis gibt es natürlich, wo man eingesperrt wird, ne, wenn man Scheiße baut. Und die ganzen Skins, Modelle sind halt alle sehr amerikanisch gehalten, auch die Polizeiautos, Uniformen und so weiter. Ist halt, wie gesagt, wir sind ja hier in den Vereinigten Staaten. Und ja, die wollen das auf dem Server auch so beibehalten, dass das alles sehr amerikanisch aussieht.
The American Way of Life. Irgendwie so ist das Motto. Ich sag mal so, jeder, der altes Live schon mal gespielt hat und sich mit der Mod auskennt und weiß, wie die funktioniert, wird sich hier sehr schnell zurechtfinden. Man muss halt, wie gesagt, nur sich auf der Whitelist halt freischalten lassen mit einer Bewerbung. Aber das ist eigentlich easy. Kein Hexenwerk. Tja. Ja. Scheiße. Oh nein, ich blute. Ich will nicht bluten. Wo kann ich denn sehen, wo du blutest? Warte mal, ich... Weil egal, wo ich auf welches Körperteil ich dich anvisiere, steht er immer blutet. Ich habe halt keine Ahnung, wo. Oder sieht man das oben hier? Ja, ich mach schon, Achso, okay. Linkes Bein ist es. Wie visiert man denn die Beine an? Ich habe gestern nur den Oberkörper anvisieren können, irgendwie. Jetzt musst du mal den Kopf rufen und sagen, du bist verletzt. Naja. Hätten wir das Kokain vorher noch wegschmeißen? Nee, wir wollten hier Pay. der hier neben uns, der fährt zwar nur 80, ne? Mhm. Dafür aber bei weitem schneller Berg hoch und runter. Und hat noch 150 Lagerplätze mehr, obwohl ich eine für sich lieber den schnellen fahre. Also damit er irgendwie auch ein bisschen flexibler mit bist, ne? Ja. Oh Mann. Tja. Die Frage, wo ist der Markus? Ah, das ist aber immer so mies, wenn es die Gruppe als solches dann zerreißt, ne? Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo das Problem ist bei ihm, warum der dauernd rausfliegt hier auf dem Server. Ist er über dem WLAN drin oder über eine Ich glaube WLAN. Das kann sein. Das ist sowieso schon mal scheiße. Soll er sich ein Kabel kaufen? Wo bleibt denn überhaupt der Kollege? Keine Ahnung. Sein Lakeside wieder gespawnt, ne? Markus? Hör uns nicht. Markus, bitte kommen. Schau Stil am Apparat. Nee, der hört uns nicht. Ja. Das ist zu weit weg. Entfernung. Wobei, es sind 4,1 Kilometer, glaube ich, habe ich gestern geguckt, von hier nach Lakeside. Ja, ich weiß nicht, was das genau ist, aber irgendwie funktioniert da irgendwas nicht so ganz so hoch. Funkgeräte, das ist hier die gute alte russische Wertarbeit. Ja. Mit Holzprozessor und so, ne, verbaut. Bambus aus Bangladesch. Richtig. Tja. Schade, ja. Ein LKW weniger Kokain macht schon was aus. Ja, wobei die Zeit drängt natürlich so ein bisschen, ne? Naja, klar. Ist. Lieber ein bisschen weniger gewinnen bei mir, aber sicher, die Pool, die nützt wenigstens was, ne? Ja. Aber es wird immer weniger, was wir durch drei teilen können. Kokain-Processing. Hey, jetzt schreibt er mit der SMS, wo wir sind. Ja, wir sind beim Kokainfeld. Wo soll denn sein? Moment mal.